Ihr Lieben, im letzten Jahr haben wir zusammen mit dem Kindergarten einen Familiengottesdienst gefeiert. Nach dem Gottesdienst wollte ich mich gerade daran machen, die Kerzen an unserem Leuchter in der Kirche zu löschen, als ich sah, dass da noch ein Ehepaar auf der Seitenbank saß. Alle anderen GottesdienstbesucherInnen hatten sich schon auf den Weg zum Kirchencafé gemacht und waren schon dabei, sich den Bauch mit Keksen vollzuschlagen. Und die beiden saßen da noch. Ich bin hingegangen und habe gefragt, ob alles in Ordnung ist oder ob ich in irgendeiner Form helfen kann. Der Mann antwortete daraufhin: Ich warte auf den Segen. Da habe ich ihn erstmal verständnislos angeguckt, denn natürlich hatte es am Ende des Gottesdienstes einen Segen gegeben. Das war der Segen, den wir immer im Kindergarten mit den Kindern sprechen. In diesem Fall ist es ein Segensgebet. Lieber Gott, meine Gedanken gehen zu dir. Du hast Himmel und Erde gemacht, auch mich und mein Leben. Dafür danke ich dir und bitte dich um deinen Segen. Begleitet wird dieser Segen mit entsprechenden Gesten. Aber für den Herrn, der da auf der Seitenbank in der Kirche saß, war es kein Segen, denn es war nicht der Segen. Es war nicht der aaronitische Segen, der priesterliche Segen, der so heißt, weil Aaron, der Bruder von Mose, ihm gesprochen hat. Der Segen am Schluss des Gottesdienstes damals war für den Herrn kein richtiger Segen, weil es nicht diese uralten Worte waren, die Jüdinnen und Christinnen schon seit mehreren tausend Jahren begleiten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Ich habe ihm dann beide Hände auf den Kopf gelegt und ihm genau diese Worte zugesprochen. Dabei ist natürlich auch der Kindergartensegen ein vollgültiger Segen. Nicht nur, weil eine Pastorin ihn gesprochen hat, zusammen mit den Kindern. Segen braucht keine besonderen, keine geweihten Menschen. Segen können auch Kinder zusprechen. Das jedenfalls ist das Verständnis in der evangelischen Kirche. Denn segnen tun nicht wir Menschen, sondern Gott. Wir überbringen lediglich die Botschaft, dass Gott es gut mit uns meint, dass Gott nur unser Allerbestes will. Wir sind da sozusagen Gottes Postboten. Segen ist also der Ausdruck, dass Gott es gut mit uns meint. Die EKD, die Evangelische Kirche in Deutschland, unser Dachverband, definiert den Segen ein bisschen anders. Wenn man auf deren Internetseite guckt, dann liest man da: Segen ist alles Gute, das Gott einem Menschen schenkt. Und außerdem erfahren wir da, dass man selbst Gott um Segen bitten kann oder dass wir Segen auch zusprechen können. Ausdrücken, dass Gott es gut mit uns meint oder uns mit Gutem beschenken lassen, das können wir auf ganz unterschiedliche Arten. Wir können es anderen Menschen sagen oder gesagt bekommen. Wir können Menschen aber auch einfach schweigend die Hände auf den Kopf oder auf die Schulter legen. Oder beides gemeinsam, Wort und Geste. Wir können die Hände erheben, wenn wir die Segensworte sprechen. Wir können jemandem ein Kreuz auf die Stirn zeichnen oder in die Handflächen. Einfach so oder mit duftendem Öl. Das alles ist Segnen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass in der evangelischen Kirche alle segnen dürfen. In der katholischen Kirche ist das im Grunde auch der Fall. Im Benediktionale, in dem offiziellen Segensbuch, heißt es: Aufgrund des allgemeinen oder besonderen Priestertums oder eines besonderen Auftrages kann jeder Getaufte und Gefirmte segnen. Im Judentum ist das ein bisschen anders, aber nicht viel. Im Judentum darf der Segensspruch nur von einem Kohen, einem Priester, gesprochen werden, der stehend der betenden Menge zugewandt mit ausgebreiteten Armen steht. Bei liberalen Juden darf der priesterliche Segen von allen gesprochen werden. Und in jüdischen Familien wird der priesterliche Segen bei der Schabbatfeier zu Hause vom Vater über jedes Kind gesprochen.
Der Segen kann von allen gesprochen werden, die über die religiöse Mündigkeit verfügen. Es ist so schön, dass dieser uralte aaronitische Segen uns alle verbindet. Jüdinnen und Juden, Christinnen und Christen. Beide Religionen kennen diese Segensworte und sprechen sie auch. In beiden Religionen ist dieser Segen ein ganz besonderer Segen. Und da ist es dann auch kein Wunder, dass das Ehepaar auf der Kirchenbank etwas vermisst hat, als am Ende dieses Familiengottesdienstes andere Segensworte gesprochen wurden. Und doch, finde ich, hat es etwas ganz Zauberhaftes, wenn wir von dem Althergebrachten, von dem Gewohnten etwas abweichen. In der evangelischen Kirche ist es zwar so, dass grundsätzlich alle segnen dürfen, aber im Gottesdienst ist es in der Regel doch der Pastor oder die Pastorin, der oder die segnend die Hände hebt. Einmal habe ich es allerdings erlebt, dass am Schluss des Gottesdienstes ich gerade die Hände zum Segen erhoben hatte, als plötzlich eins der Kinder aufstand, sich in den Mittelgang stellte, mich ansah und ebenfalls segnend die kleinen Hände hob. Und seine Mutter wollte es ganz schnell in die Kirchenbank zurückziehen, aber da waren schon andere GottesdienstbesucherInnen aufgestanden und hatten segnend die Hände erhoben. Und am Ende stand die ganze Gemeinde mit erhobenen Händen vor mir. Für mich war das eine unglaublich berührende Erfahrung. Ich sprach meiner Gemeinde den Segen zu und es wurde zurückgesegnet. Wir alle dürfen segnen. Wir alle dürfen anderen zusprechen, dass Gott es gut mit ihnen meint. Und deshalb würde ich es schön finden, wenn ihr anderen einen Segen für das neue Jahr zusprecht. Vielleicht einer Familie, die Eltern den Kindern, die Kinder den Eltern, einem Freund, einer Freundin, wo auch immer sich für euch die Gelegenheit bietet. Vielleicht legt ihr der Person einfach eine Hand auf den Kopf oder auf die Schulter und sprecht die Worte: Möge Gott dich segnend durch das neue Jahr begleiten. Amen.